Sam hat letzten Herbst ja noch eine große Prüfung gewonnen, topfit in den Winter gegangen und ist dann leider im Winter sehr krank geworden, also hatte einen bakteriellen Infekt. Kam recht plötzlich und hat einen sehr, sehr schweren Verlauf genommen. Obwohl wir zwischendurch guter Dinge waren, ich ihn auch wieder geritten habe, trainiert habe, man auch in Richtung Tokio Olympische Spiele geplant hat, ging es dann leider doch wieder bergab und sie mussten ihm als Konsequenz jetzt sein linkes Auge entfernen, weil er im Laufe dieser Krankheit da schwerere Entzündungen hatte und sein Augenlicht verloren hat. Das ist natürlich ein herber Schlag. Also es ist natürlich normal, dass man sein Pferd irgendwann in den Ruhestand verabschiedet, aber das ja, sieht man dann vielleicht eigentlich kommen und das war jetzt wirklich plötzlich und auch tragisch und es ist auch schlimm, das zu sehen, wie ein Pferd, was eigentlich wollen würde, nicht mehr kann, weil es der Körper nicht mehr hergibt. Und wir haben uns auch dazu entschieden, ihn damit jetzt aus dem Sport zu verabschieden, weil er hat für mich alles gezeigt, hat alles bewiesen. Er ist jetzt 15 und nur aus Spaß muss ich ihn jetzt auch nicht irgendwie noch kleine Prüfungen reiten. Wird jetzt seine ja, alternative Beschäftigung finden. Und da wie an allem, was er gemacht hat, sicherlich auch Freude haben. Aber es ist natürlich was, ja, was jeden Tag einen auch wieder trifft, wenn man sieht und eigentlich wüsste, was man noch zusammen schaffen könnte. Und sicherlich auch, ja, gefühlt für das Pferd zu früh kam. Und ändert natürlich die Saisonplanung und ja, bringt ein bisschen mehr den Fokus jetzt auf die Jüngeren, große Fußstapfen zu füllen sind. Andersrum, glaube ich, hat Sam das alles gezeigt. Ich hätte mir für ihn vielleicht noch eine Medaille auf dem Championat gewünscht, weil wir da doch immer ein bisschen unglücklich unterwegs waren. Aber ich glaube, er hat, ich habe es mal nachgezählt, fast 20 internationale Prüfungen gewonnen. Und als ich ihn sechsjährig bekommen habe, hat das wirklich keiner kommen sehen. Also ich fand schon eine wirklich coole Karriere mit ihm. Und ich glaube, so ein kleines Go-Kart nochmal wiederzukriegen, ist sicher schwierig. Aber ja, versucht dankbar zu sein für das, was wir hatten. Aber das ist sicher, es ist noch nicht einfach, damit umzugehen.